Hallo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Scheppi. Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr seht jetzt gleich ein Live-Commentary von mir, heute aufgenommen bei einer Runde auf Hunted. Und es geht um ein Thema, was für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist. Deswegen sage ich euch aber auch jetzt schon, es wird viel gesprochen. Ihr seht natürlich das Gameplay trotzdem im Hintergrund, aber wenn ihr euch für das Thema Facebook und was das für uns aktuell bedeutet, auch was das Stream bedeutet, gerade im Gegensatz zu den, ich sag mal, großen Anbietern, Twitch, YouTube, Mixer für die Xbox, der sollte jetzt direkt abschalten. Ansonsten würde ich euch bitten, guckt euch das ganze Video an. Es ist, glaube ich, sehr, sehr interessant, auch für alle die, die jetzt anfangen wollen zu streamen oder die vielleicht schon ein bisschen größer sind. Oder eben auf dem Weg sind, etwas größer zu werden. Irgendwann wird wahrscheinlich auch ein Angebot kommen, wenn ihr wirklich sehr, sehr erfolgreich mit eurem Kanal seid. Aber YouTube ist, und das erfahrt ihr gleich in dem Video, definitiv eine Gefahr und ist auch wirklich mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen. Also tut mir den Gefallen, smash den Like-Button, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr noch nicht habt, wenn euch das Thema interessiert hat. Wenn es euch nicht interessiert, kann ich euch jetzt schon sagen, schaltet einfach direkt ab, weil dann ist das wirklich gar nichts für euch. Ist auf jeden Fall meine Sicht, beziehungsweise meine persönliche Sicht. Jeder hat da natürlich eine andere Auffassung zu und mich würde in den Kommentaren sehr interessieren, wie ihr das ganze Thema seht. Habt ihr kein Problem mit Facebook? Ist es auch ein Dorn im Auge, gerade diese Großoffensive, die Facebook aktuell startet? Schreibt es gerne in die Kommentare, Leute, lasst uns drüber diskutieren und ja, viel Spaß beim Gameplay. Ich bin raus, haut rein! Hallo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Scheppi. Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe heute ein Live-Commentary für euch. Aus einem bestimmten Grund. Es geht um das Thema Facebook-Gaming. Ihr habt ja wahrscheinlich alle mitbekommen, dass Leute wie Visca Barca, Markov J, PewDiddy ist am Überlegen, mittlerweile bei Facebook streamen, nicht mehr bei den bekannten Plattformen wie YouTube, Twitch und was es da alles gibt. Und das hat einen einfachen Grund: YouTube zusammen mit Facebook zahlt unglaublich viel dafür. Die bezahlen die Leute dafür, dass sie auf Facebook streamen, ihre Zuschauer von YouTube, Twitch dann mit hinnehmen. Scheiße. Und dafür kriegen sie halt ordentlich Geld. Ich glaube, Markov J hat jetzt seit 4 Wochen seine Facebook-Streams am Laufen und verdient damit um die, ich vermute mal pro Stream, 600, 700 Dollar. Ohne Spenden, ohne alles. Wenn ihr daran denkt, dass der die letzten Monate gar nicht mehr gestreamt hat und nur Videos hochgeladen hat, dann seht ihr, dass sich das für ihn auf jeden Fall lohnen wird. Obwohl er selbst sagte, auf Black Ops 3 hat er eigentlich keine große Lust mehr. Warum ich das Video heute mache, hat einen einfachen Grund. Das Ganze ist ziemlich gefährlich. Wenn ihr überlegt, Facebook ist jetzt nicht unbedingt der, ich sag mal, seriöseste Verein der Welt. Dort ist ja, was Datenschutz angeht, mehr als nur ein kleines Problem. Nein, stirb. So, und wenn ihr jetzt überlegt, dass die Zuckerberg-Millionen natürlich dicke sind, das heißt, die haben mehr als genug Kohle, um wirklich jeden, den sie haben wollen, da irgendwie von sich zu überzeugen, dann ist das eine Entwicklung, die ich sehr gruselig finde. Aus dem einfachen Grund, dass auch Visca Barca lange, lange Zeit gar nichts gemacht hat auf seinem Kanal, außer auf seinem Zweitkanal, dieser eine. Und jetzt mittlerweile, nachdem Facebook da das Geld bietet, plötzlich wieder aktiv am Spielen ist, aktiv am Streamen ist. Und Facebook, das sollten einige von euch wissen, ist nicht das entspannte Unternehmen, sondern wirklich eins der gefährlichsten Unternehmen. What the fuck, wo ist der hin? Was wir aktuell haben. Sie klauen eure Daten,
Sie wissen teilweise, was in eurem Leben passiert, bevor ihr das wisst. Es gab da vor ein paar Jahren diese eine Studie. Bisschen schwierig zu spielen und zu kommentieren. Ich versuch's trotzdem für euch. Es gab eine Studie, dort haben Cambridge-Wissenschaftler festgestellt, dass Facebook vor schwangeren Frauen wusste, dass die Frauen schwanger sind. Das funktioniert, indem man sich anguckt, wann gehen die Leute bei Facebook rein, nach was suchen sie unterbewusst. Viele Frauen, die schwanger sind, suchen ja unterbewusst schon nicht unbedingt direkt nach Babykleidung, aber eben weil der Zeitwechsel sich verschiebt, weil ihnen schlecht wird, aber noch keine Vermutungen haben. Und das ist sehr, sehr extrem, wenn ich ganz ehrlich bin, denn Facebook wusste damals vor den Frauen, dass sie schwanger sind und haben die Suchanzeigen auf Facebook und den Seiten, die man sonst so nutzt, dementsprechend automatisch schon angepasst gehabt. Das ist, jetzt könnte man denken, ja, ist doch super, dass die noch besser wissen, was ich brauche und was nicht. Das hat aber nichts mit besser wissen zu tun, sondern einfach mit Datenverarbeitung und sonstigen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, wenn ihr das jetzt mal hochrechnet, das war jetzt ein paar 41,2 geht voll in Ordnung. Das war jetzt bei einigen Frauen nur. Aber Facebook hat von vornherein gewusst, diese Frau ist schwanger und es werden jetzt die und die Werbeeinblendungen gezeigt, Babykleidung, Babynahrung, all dieser ganze Kram. Und jedes Mal, wenn ihr auf Facebook geht und dort als Zuschauer für einen Streamer seid, gebt ihr automatisch durch die AGBs eure Lieblingsserien raus, eure Lieblingskleidung, mit wem ihr verwandt seid, mit wem ihr befreundet seid, alles Mögliche. Und das, Leute, ist wirklich mehr als nur gefährlich, denn wir leben zwar in einer gläsernen Welt, aber ich bin der Auffassung, dass man sowas definitiv nicht noch übertreiben muss. Ich komme nicht raus. Also sollte man wirklich genau überlegen, ob das der Weg ist, den man gehen möchte. Oder ob man sich vielleicht von diesem Unternehmen dadurch fernhält. Ich benutze es auch tatsächlich privat. Nur für mich. Aus zwei einfachen Gründen. Es ist immer noch die einfachste Möglichkeit, mit meinem Fußballverein... Scheiße! Mit meinem Fußballverein und generell in Gruppen zu sprechen. Da ist WhatsApp nicht immer wirklich gut. Und was Datenschutz angeht, ist WhatsApp im Prinzip das gleiche von vorne. Oder von hinten, wie ihr es nennen wollt. Zum anderen muss ich euch ganz ehrlich sagen, Facebook bietet natürlich auch nicht nur für ein paar Werbedaten den Streamern so viel Geld, weil dadurch, dass wir alle bei Facebook sind oder ein Großteil von uns, geben unsere Daten sowieso raus. Facebook profitiert unglaublich davon, dass große Streamer mit vielen Zuschauern mit viel Reichweite rübergehen. Mark of J, Visca Barca, Pio Diddy, was weiß ich was. Der ist zwar noch nicht da, aber der hat das Angebot bekommen und auch gesagt, er überlegt. So, stirb. Und jetzt muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich denke, dass das ab einer gewissen Größe viele von euch betreffen kann. Egal, ob ihr jetzt dann Gaming macht oder Beauty oder sonstiges. Und ich bin der Auffassung, eure Seele solltet ihr nicht für ein bisschen Geld verkaufen. Und Facebook ist einfach ein absolut bösartiges Unternehmen, was im Prinzip nur ein Ziel hat, und zwar Gewinnoptimierung, mehr Daten. Denn die Daten, die sie sammeln, nutzen sie, um sie dann zu verkaufen an den Meistbietenden, damit die Unternehmen... Prestigemeister. Damit die Unternehmen noch besser Werbung schalten können, ihre Produkte noch besser an den Mann bringen können, alles Mögliche. Und das ist wirklich, ich muss euch ehrlich sagen, das ist nicht so einfach mit irgendwie einem Haken bei Facebook von wegen, ich will nicht, dass meine Daten geteilt werden. So klappt das leider nicht. Wäre natürlich schön, wäre aber auch zu einfach. Deshalb muss ich euch ganz ehrlich sagen, auch wenn ihr jetzt vielleicht mal ein größerer Streamer werdet oder schon seid, vielleicht zuguckt, überlegt euch ganz genau, Leute, ob ihr diesem Unternehmen so viel Möglichkeiten geben wollt für ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, ob ich das mit mir vereinbaren könnte, wenn ich pro Stream 100 Euro oder 100 Dollar bekommen würde. Zuckerberg-Millionen. Nur damit die Werbedaten von meinen Zuschauern, von mir nutzen können,
um noch mehr Profit zu machen. Denn das Ganze nimmt wirklich ein Ausmaß an. Ich krieg echt nur die ganze Scheiße gerade ab. Das Ganze nimmt langsam ein Ausmaß an, wo ich sagen muss, man sollte sich von Facebook und allem drumherum so weit wie möglich entfernen. Ich bin auch schon kurz davor zu überlegen, ob ich meinen privaten Facebook-Account lösche, aus dem einfachen Grund, dass ich mit dem, was da passiert, überhaupt nicht mehr konform gehe. So, 64,8. Also Leute, das sind nur meine eigenen Gedanken. Ich werde noch einen zweiten Teil zu dem Video machen. Das ist wirklich ein ernsthaftes Thema und ich hoffe, dass euch das interessiert, weil es einfach auch zeigt, dass ihr ein bisschen weitblickender seid. Wenn es euch nicht interessiert, hätte ich es vielleicht gleich sagen sollen, denn vielleicht gleich raus, jetzt wird viel gesabbelt. Aber wie gesagt, es kommt noch ein zweiter Teil dazu, da werde ich euch noch zeigen, was die ganzen Folgen im Einzelnen von dem Ganzen sind. Und ja, das war es erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Reinschauen und gönnt euch.